Herzlich willkommen zu Titan Quest Episch Folge 9, also zweite Staffel. Ja, wir stehen jetzt hier in Seis, in diesem kleinen Dorf am Fluss. Und machen jetzt hier weiter. Ich wollte in der letzten Folge jetzt hier nicht noch den Tempel erkunden, weil ich nicht weiß, wo denn jetzt nächste Brunnen der Wiedergeburt ist. Ne? Und wir haben hier, glaube ich, zumindest zwei Tempeleingänge und das hätte noch ein bisschen länger gedauert. Deshalb habe ich das jetzt auf diese Folge verschoben, um das gemeinsam mit euch anzugehen. So, wir sind durchgebufft. Unser Begleiter ist beschworen. Inventar sieht gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ja, richtig. Was führt einen Fremden wie dich an diesen Ort am Nil? Vielleicht etwas, das ich hier verkaufe? Schieferfarbene Leinwickel haben wir. Schwarze Leinwickel haben wir jetzt hier noch nicht drin. Goldene. Ja. Graue. Ja. Orangefarben haben wir nicht. Königsblau ist da. Hellbraun haben wir auch nicht. Ja, warum kaufe ich die Farben? Weil wir wissen ja, dass uns im späteren Spielverlauf eine Quest erwartet, wo wir bestimmte Farbfläschchen brauchen. Und in weiser Voraussicht kaufe ich die jetzt schon mal alle und dann packe ich mir die in die Kiste. Die doppelten sortiere ich dann aus. So, den Portalstein haben wir schon freigeschalten. Jetzt sind wir hier beim Tempel des Ptah und da wartet schon... Wer wartet da auf uns? Tuti vom Orden des Prometheus. Sei gegrüßt, guter Held. Imhotep hat uns gebeten, nach dir Ausschau zu halten. Noch gestern stand dieser Tempel unbeschädigt und jetzt, schau nur, er wurde von einem Telkine verwüstet. Wir haben alles getan, was wir konnten, um ihn aufzuhalten, aber gegen diesen alten Zauberer waren wir machtlos. Ich weiß nicht, was er wollte. Es gibt viele Geheimnisse, die der Orden des Prometheus bewacht. Geheimnisse von vor dem Krieg der Götter gegen die Titanen. Imhotep flüchtete, als der Telkine kam. Er konnte mit einigen der heiligsten Texte des Tempels entkommen. Er hat mir eine Nachricht für dich hinterlassen. Er ist nach Memphis gegangen und wartet dort auf dich. Folge dem Nil und du gelangst zu dieser großen Stadt. Ja, Memphis. Alles klar. Dann kennen wir unser nächstes Ziel. Oh. Das nehmen wir natürlich mit. Hier hatte ich ja im normalen Durchgang irgendwo die Stelle gehabt, wo uns irgendwas angegriffen hat. Ich konnte es nicht sehen. Es war auch recht stark, muss ich sagen. Es war irgendwo unten an der Flussseite. Ich guck mal, ob das jetzt im epischen Schwierigkeitsgrad auch wieder da ist. Das hat mich schon so ein bisschen irritiert. Ruinen des alten Königreichs. Ach ja, genau, hier haben wir ja diese Obelisken. Und by the way, auch den ersten Dungeon-Eingang hier. Meine Güte.
sind ja gar kein Ende. Veredeltes Gewand der Wildtiere. So, aber ich glaube, das war noch nicht hier. Das muss noch weiter oben gewesen sein nachher. Keine Ahnung wo. Hier ist ja nichts. So, dann werden wir erstmal hier... Was haben wir? Geheimnisvolles Grab. Das machen wir jetzt erstmal. Und da haben wir ja noch einen zweiten Eingang weiter östlich. Ach, ich habe schon wieder nicht mein TQ-Vault aufgeräumt. Das nehme ich mir nach jeder Aufnahme vor und dann vergesse ich das wieder. Okay. Können wir einmal im Kreis laufen. So wie das hier aufgebaut ist. Mumien, Skelette und Geister. Die machen hier aber schon ein bisschen mehr Damage. Aber wir sind ja jetzt hier auch in Ägypten das erste Mal gestorben. Oder schon die ersten Male. Akt 1 ist in der Hinsicht eigentlich wirklich noch relativ entspannt gewesen, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir da überhaupt irgendwo Schwierigkeiten? Jetzt habe ich hier zwei grüne Waffen, die vielversprechend aussehen, aber... Minus 1 Gesundheitsregeneration schon wieder, ja. Die können aber auch nicht aufhören, hier meinen Begleiter anzugreifen, ne? Da hopst noch ein Ring. Ah. Der hört nicht auf. Vielleicht was Besonderes, ja, vielleicht... Ach nee, ist ein gelber Ring, aber trotzdem. Ich würde gerne wissen, was das ist. Hier.
Solange wie das Item hier hoch und runter hüpft, wird es mir ja nicht angezeigt. Jetzt. 28% Feuerwiderstand. Naja. Dafür hat sich das Warten jetzt nicht wirklich gelohnt, aber... Er bringt ein bisschen Kohle. Die wir ja auch so dringend brauchen. So, da waren wir schon. Jetzt haben wir hier noch den... Ach, hier komme ich gar nicht durch. So, ich habe der Karte gar nicht für voll genommen. Ich habe nämlich gedacht, wir können ja hier dann so einmal schön geschlängelt durchlaufen. Okay. Ich bezweifle zwar, dass wir hier jetzt noch was Schönes finden werden, aber der Vollständigkeit halber, na, das war klar. So, dann hoffen wir mal, dass wir im zweiten Grab mehr Glück haben, was das Loot angeht. Ich glaube zumindest, dass da noch eins war. Na, hier hinten haben wir ja noch einen Eingang gehabt. Ah, hier sind wieder welche mit Magierstäben. Können wir eigentlich auch gleich mal wieder bisschen Zeug verkaufen. Hatten ja schon relativ viel eingesammelt. Beeilung, die Monster kommen bald. Was möchtest du? Ja. Schnell, bevor ich einpacken muss. So, das bleibt alles. Der Rest kommt in die Kiste. Ich brauche so langsam hiervon mal die epische Variante. Oh. Der sah auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus, der Ring. Danke. Was? Brauchst du etwas? Nein, komm. Oh. War das jetzt sortiert? Ja. So, dann gucken wir mal. Griechisch, Nordländisch. Oh Gott. Hier haben wir was doppelt, ne? Purpurne Leinenwickel, orangefarbene Leinenwickel. Schieferfarbene Leinenwickel. Ich glaube, das war's. Nein, nee, hier die grauen Leinenwickel. Hellbraune Leinenwickel. Aber der Rest ist okay. Würde ich jetzt mal... Braune? Ah, guckt mal. Hier. Gold. Nordländisches Outfit. Leinenwickel. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, Reliktkammer. Ja, hier haben wir ja auch nicht mehr so viel Platz drin gehabt. Oh Mann. Das ich sag war's. Ja, ich muss... Wir haben keinen Platz mehr. Ich weiß. Reisender, komm und schau dir meine Waren an.
ob der das jetzt sagt, weil ich wirklich keinen Platz mehr habe? Ach, jetzt habe ich... Was habe ich denn jetzt gekauft? Ich brauche ja bloß bei ursprünglicher Kaufpreis... So. Genau, machen wir das so. Ach, das ist alles? Ja. Hast du diesen nichtsnutzigen Diener gesehen? So, Jägergrüne Leinwickel haben wir doppelt. Das habe ich gleich gesehen. Hellbraun. Der Rest ist okay, oder? Oliv ist auch nochmal doppelt. Rosafarben. Hellblau. Ja, ich glaube, das sind alle Farben, die ich gerade gekauft habe. Ja, komm ruhig wieder. Ja? Okay, haben wir hier noch was Schönes? Oh, die Rüstung ist natürlich gut. Der Rest nicht. Du bist immer willkommen. Ach Mann, warum? Ich komme ständig auf Taste 1. Ich lege die Hand auf die Tastatur und dann schwupps hat er wieder am Fläschchen genippt. So. Gut, wir wollten in den nächsten Tempel. Ich habe das Gefühl, heute ist wieder ein bisschen gemächlicher hier. Was ist hier los? Oh, königliche Truhen sehe ich immer gerne. Leider kein schöner Inhalt. Was so eine Feuerbombe doch manchmal ausmacht hier, ne? Gerade wenn man ganz viele Skelette um sich herum hat. Also die darf man aber auch echt nicht unterschätzen. Gerade wenn diese Magier da noch zwischen sind. Die hauen teilweise doch ganz schön die Leben runter. Oh, Jericho. Tja, was haben wir da? Ein Schild. Okay, der Name klingt ja schon mal vielversprechend, ne? Erinnert mich gerade zugegebenermaßen an Iron Man 1. Als Tony Stark die Jericho vorgestellt hat. Tja, gucken wir mal. 340 Schaden abblocken ist jetzt nicht viel. Spielerstufe 35 ist eins weniger. So, wir haben hier 5% physischen Widerstand.
18% Durchschlagswiderstand, 23% Blitzwiderstand, plus 10% Schildblock, plus 24 Stärke, plus 330 Leben. Und minus 20% erforderliche Stärke für Waffen und Rüstung. Ja. An und für sich gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist aber... Wir haben hier irgendwo Lebensentzugswiderstand. Wo haben wir das? Energie. Lähmung. Einfrierung. Schlaf. Versteinerung. Störung. Nee, das steht hier gar nicht mit bei. Wir haben auch gar keine Monster-Gattungsboni hier, ne? Leben gehen ein bisschen runter. Stärke geht natürlich hoch. Schaden geht dementsprechend auch ein bisschen hoch. Blitzwiderstand ist ein bisschen besser. Kältewiderstand ist etwas schlechter. So. Ja, Verteidigungsqualität geht natürlich runter, weil wir hier auf dem Lederhautschild einen fetten Bonus haben. Und die Angriffsqualität geht auch ein bisschen runter. Ach, schade. Ich lasse mein Lederhautschild ausgerüstet. Ja, komm. So. Dann auf in den... was haben wir hier? Geheimnisvolles Grab. Okay, auf ins geheimnisvolle Grab. Haben wir auch schon wieder diese ollen Giftwürmer. Und ich sehe einen Elite-Zombie. Da oben. Da ist er. Warum kann ich den... Weil die Mauer jetzt dazwischen ist, ehrlich? Also... Er kommt aber. Er ist gleich da. Huang Fei, der Unsaubere. Das war's. So, hier haben wir wieder ein seltsam aufgebautes Grab. Wenn wir mal zuerst die Seite hier erforschen. Sparta des Donners. Ich würde so gerne mal wieder was Brauchbares finden, ne? Voll drin stehen geblieben. Halt. Gut. Haben wir das Ding auch erledigt.
gerade gedacht, ich habe da noch einen Gegner übersehen, aber nee, das war ja die Wache. So, wir hatten doch hier unten den Händler, ne? Nee, der war hier. Ah, das lohnt sich jetzt nicht. Komm, wir gehen weiter. Giftschrein habe ich da unten auch gerade gesehen. Haben wir noch. Naja, der stand aber vorhin noch nicht hier. Eindeutig nicht. Magma-Käfer. Die waren doch vorhin auch noch nicht hier, oder? Wir sind doch schon ein Stück hochgelaufen hier. Da habe ich doch da schon die Schakale gesehen. Aber da waren die Magma-Käfer noch nicht da. Eine Magierin des Ordens des Prometheus. Danke, ich steckte hier ein wenig in der Klemme. Das war recht knapp. Danke, dass du mir aus der Klemme geholfen hast. Des Puppenmeisters Glücksbringer der Kompetenz. Okay, das klingt jetzt interessant. Hier. 5 Energieregeneration plus 56 Verteidigungsqualität. Und ein Bonus für Begleiter. Ja. Ach, schade. Es hätte besser sein können. Grausige Knochenskarabäen. Ich sah ja, das wäre noch ein ganzes Stück gewesen bis zum nächsten Wiederbelebungsschreiner. Ich sehe den zwar auf der Karte, also hier an der Seite wird er mir angezeigt. Da oben ist er. Aber überlegt mal, wir hätten hier noch das ganze Stück machen müssen, die beiden Gräber. Ja, dann den Weg bis hierhin und wir sind jetzt schon bei fast einer halben Stunde, also. Ja. Ich versuche die Folgen immer so bei einer Stunde zu halten, wenn es geht, ja, aber manchmal ist das halt recht schwierig. Weil man möchte ja auch nicht mittendrin dann sagen, okay, jetzt beende ich hier die Folge und dann muss ich in der nächsten Episode wieder erstmal 15 Minuten latschen. So, den werden wir hier erstmal schnell aktivieren. Falls es uns nämlich mal wieder aus den Latschen haut.
So, was haben wir da? Noch ein geheimnisvolles Grab. Außenbezirke von Memphis. Des Veteran Assegai der Begabung? Ja. Können wir ja mal anlegen. Der sieht gar nicht so übel aus. Ach, Mann. Der hat gute Boni gehabt. Ich verstehe das immer gar nicht. Ach, ich wollte gerade sagen, warum bewegt er sich denn nicht? Da war er im Netz gefangen. So, das nächste Grab. Ist es groß? Ja, relativ. Ja. Hier lauerte, glaube ich, auch irgendwas Heftiges, oder? Mir ist jedenfalls so, als wenn wir im normalen Schwierigkeitsgrad hier in diesem Ding ein paar Probleme hatten. So, erst die große Kammer, dann die kleine. Oder erst die kleine Kammer, dann die... Wir machen mal erstmal hier außen den Weg. Ich glaube nämlich, dass im größeren Mittelteil tatsächlich etwas lauert. Das uns nach unserer Gesundheit trachtet. Ach ja, ich bin wieder stehen geblieben hier. Oh, was ist jetzt mit ihm gewesen? So, Shongo des Verzehrens. Wurf auf... Ach komm, brauchen wir uns gar nicht angucken, wenn ich den Grundschaden da schon sehe. Komm weg da, meine ihn. Also, noch sehe ich da drüben jetzt erstmal nur Geister, aber wie gesagt, ich glaube, da war irgendwas... Irgendwas gewesen. Noch mehr kannst du nicht tragen.
Wenn du diese Ringe hier alle kaufst, kann ich mir eine gute Wache leisten. Deine ganzen Ringe kaufen? Ja. Das Plunder. Danke. Hast du diesen nichtsnutzigen Diener gesehen? Ich brauche noch ein Kamel. Was? Sei vorsichtig. Mach ich. Ich pass auf mich auf. So, wir stehen kurz vor Memphis. Glutheißer Kriegshammer. Ich hätte ja jetzt gedacht, also das wäre ja wirklich ein Ding gewesen, wenn das Teil besser wäre als meine Waffe. Aber ich würde es gar nicht mal ausschließen, ne, dass ich etliche gelbe Gegenstände übersehen habe, die tatsächlich mehr Schaden machen würden als meine derzeit ausgerüstete Waffe. Weil die gelben gucke ich mir ja nicht mal an. Das ist ja für mich wirklich nur zum Verkauf. Ah, da haben wir doch. Oh, 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 oh. Irgendwas ist hier. Ich hab's jetzt noch nicht gesehen. Aber irgendwas. Hier, diese blauen Wellen, woher kommen die? Dunkler Geisterkanal, okay. War jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte. Ich hätte mit einem Skorpion oder einem... Ah, Herrgott! Oder einem Skarabäus gerechnet, ne? Meine Güte. Also das... Nicht wundern, ne? Das war hier gerade tierisch laut bei mir. Ich habe mich erschrocken, also... Ja, aber ist klar. Wir haben hier einen epischen und einen legendären Gegenstand in der Truhe gehabt. So, wir haben hier Kristalltotem und Aeon. Nehmen wir beides erstmal mit. Und dann gucken wir mal. Oh. Okay, es ist beides Schmuck. Ja, wir haben ja zwei Anhänger. Und ich hoffe, die können wir auch beide tragen. Gucken wir mal. Kristalltotem. 31% Kälteschaden, 33% Frostbrandschaden, 33% Gesundheitsregeneration, 115 Energie und 46% Energieregeneration. Verlädt außerdem die Fähigkeit Hypothermie. Aktiviert bei Schaden durch Schüsse. 90 Frostbrandschaden für 3 Sekunden, Einfrierung für 0,5 bis 2 Sekunden und 40% Verlangsamung für 4 Sekunden. Gehört zu den Eiskristallen. Okidoki. Ist aber nicht hilfreich. So, was haben wir noch? Aeon. 13% Angriffsschaden wird in Leben umgewandelt. Plus 300 Leben, plus 2. Gesundheitsregeneration pro Sekunde plus 43 Verteidigungsqualität und 10% Energieabsorption aus gegnerischen Zaubern. Ja, auch das wird mir nicht helfen. Ich sag ja, es geht mein Schaden runter. Mein Leben steigt. Drei meiner Resistenzen gehen runter. Angriffs... Nee. Gesundheitsregeneration geht hoch, aber Zauber- und Laufgeschwindigkeit gehen auch nochmal runter. Ach, schade. Da hat man schon mal das Glück. Und findet in einer Kiste zwei super tolle Gegenstände, ja. Und dann kann man die beide nicht gebrauchen. Das ist ja schade. Das ist echt schade.
Aber was soll's. Wir haben ein weiteres Grab gesäubert. Ist aber wirklich alles von Monstern befallen hier, ne? Kopfschmuck der Gewandtheit. Ah ja, ich muss mich ja jetzt hier durch das Armenviertel, glaube ich, kämpfen, ne? Hier haben wir noch eine Kiste übersehen. Okay, gut. Dann machen wir erstmal das Armenviertel da drüben. Bevor wir jetzt in die Stadt reingehen, weil die Leute brauchen unsere Hilfe. Steht da auch schon. Bettlerviertel. Guter Krieger, wir sind die Armen, die von allen verachtet werden. Andere haben Mauern und Wachen, die sie vor den Monstern schützen. Aber unsere Lehmhütten wurden überrannt. Wir haben gar nichts. Ja. Deshalb bin ich hier. Ich habe das schon gesehen. Asghar Haqqar, ein Schattenläuferheld. Oh, oh. Ich glaube, da haben wir gerade so ein bisschen Glück gehabt, ne? Ich will gar nicht wissen, was das für eine Fähigkeit war. Das war's. Nicht mal 5 Minuten, da hätte man den
armen Leuten hier helfen können. Tapferer Krieger, du hast den Obdachlosen wieder Obdach gegeben. Du hast den Ärmsten der Armen geholfen, die von den Priestern nicht einmal beachtet werden. Bitte, nimm dies. Nimm es als Dank. Also eigentlich hätte ich euch ja was geben können. Ich habe nämlich so viel. Oha. Oha. Die fahren schwere Geschütze auf hier. Es gibt's doch nicht. Da drüben liegt jetzt nicht wirklich noch ein... Ach komm. Deshalb laufe ich jetzt da aber nicht nochmal rum. So, da sind wir. Angekommen in Memphis. Sehr schön. Und ich glaube, wir haben das in der, im normalen Schwierigkeitsgrad genauso gemacht. Ich werde die Folge an dieser Stelle beenden. Und da haben wir ja in der nächsten Episode dann hier diesen Rundgang, ne? Wo wir dann erst hier rechts lang gehen, dann durch die Wüste, Pyramiden, dann kommt hier hinten nachher irgendwo dieses recht große Gebiet, glaube ich, ne? Das war doch hier irgendwo. Das war doch hier so ein Rundgang, oder? Ja, ich komme dann von hier, glaube ich, wieder zurück, ne? Irgendwie. Dann haben wir hier hinten noch diesen komischen Tempel. Genau, und dann geht's hier lang wieder. Zurück nach Memphis und dann müssen wir nachher hier oben weiter. Naja, wir werden das in der nächsten Folge schon rausfinden. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. So, jetzt habe ich's. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.